Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auf die heutige Präsentation. Ich möchte bei der Medova in Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Pablo González möchten wir Ihnen den B-Workflow zwischen Autodesk Revit und GradeJack Advanced Design näher bringen. Wir werden für Sie beschreiben, wie Sie Ihre in Revit modellierten Bauwerke nach Advanced Design für eine statische Berechnung exportieren können. Im nächsten Schritt werden wir dann anhand der Berechnungsergebnisse die Bewährung in Revit erzeugen. Hier sehen Sie dann unsere Agenda für heute. Als erstes gebe ich Ihnen einen groben Überblick über die nützlichen Funktionalitäten unserer FEM-Lösung Advanced Design. Dann übergebe ich an meinen Kollegen für die Beschreibung des PowerPacks für Revit. Als nächstes haben wir unsere Live-Demo geplant und am Ende haben wir natürlich eine Schlussfolgerung für Sie. Ja, folgend sehen Sie die Auflistung einiger hilfreichen Advanced Design-Funktionalitäten, die Ihre tägliche Arbeit erleichtern werden. Advanced Design ist ein Teil eines offenen BIM Workflows und besitzt zahlreiche Schnittstellen zur Kommunikation mit weiteren Programmen. Es ist sehr schnell und einfach in der Benutzung, dadurch können Sie zeitsparend arbeiten. Sie können hier nicht nur Stahl-Betonbauteile bemessen lassen, sondern auch Holz- und Stahlbauteile. Außerdem steht Ihnen in Advanced Design auch der automatische Lastgenerator zur Verfügung für Klimalasten, das heißt für Wind- und Schneelasten, Kranlasten und auch seismische Nachweise. Per Klick erzeugt das Programm für Sie alle normgerechten Lastfelder und Kombinationen. Ein ganz wichtiger Punkt: In Advanced Design haben Sie auch die integrierten Designmodule zur Durchführung von Detailnachweisen für einzelne Bauteile, wie zum Beispiel Stahlbetonstützen, Träger, Wände oder auch Stahlbauverbindungen und Fundamente. Sie haben auch die Möglichkeit, internationale Projekte berechnen zu lassen, da Ihnen außer Eurocode auch der kanadische und der nordamerikanische Code zur Verfügung stehen. Sie bekommen in Advanced Design detaillierte Ausgabedokumente, einschließlich aller Zwischenformeln und Ergebnisse und können diese nach Wunsch und Bedarf editieren. In unserer FEM-Lösung können Sie damit rechnen, dass immer die neueste Version des Bemessungscodes implementiert ist. Pro Jahr haben wir nämlich jeweils eine Hauptversion und mehrere Updates. Deswegen gibt es weltweit Tausende von zufriedenen Advanced Design-Nutzern und Tausende von Projekten, die mit Advanced Design realisiert worden sind. Auf der folgenden Folie habe ich die wichtigsten Vorteile des Programms für Sie als Revit-Nutzer zusammengefasst. Ja, während des Workflows haben Sie eine nahtlose Übertragung der Geometrie und eine genaue Modellzuordnung. Nicht nur Geometrie, sondern auch Lastfälle und Systemstruktur werden exportiert. Sie haben einen flexiblen Workflow. Außer Import und Export können Sie auch eine Synchronisierung durchführen. Dies zeigen wir Ihnen gleich in der Live-Demo. Fundamente, die Sie in Revit generiert haben, werden in Advanced Design automatisch in Auflagern umgewandelt. Außerdem können wir diese in die Designmodule exportieren und hier wiederum detaillierte Fundamentnachweise dafür durchführen. Und falls etwas bei dem Export nicht gut gelaufen ist und Elemente gegebenenfalls nicht vernünftig miteinander verbunden sind, haben Sie in Advanced Design hilfreiche Funktionalitäten, Ihr analytisches Modell zu korrigieren oder anzupassen. Außerdem können Sie in Advanced Design auch FEM-Ergebnisse aus Advanced Design zu Revit exportieren. Dies zeigen wir Ihnen dann gleich auch in der Live-Demo. Davor übergebe ich das Wort aber meinem Kollegen zur Beschreibung des PowerPacks für Revit. So, für den Teil der heutigen Demo werden wir das GradeTech Advanced PowerPack für Revit verwenden. Die GradeTech Advanced PowerPacks sind starke Erweiterungen für ausgewählte Autodesk-Software, welche mit dem Ziel entwickelt wurden, die Fähigkeiten, die Produktivität und die Effizienz des Benutzers zu verbessern und dadurch die entsprechenden BIM-Workflows zu optimieren. Insgesamt bietet die GradeTech vier PowerPacks an. Es gibt ein PowerPack für Advanced Stil, ein PowerPack für Inventor, ein PowerPack für Bold und auch gibt es natürlich auch ein PowerPack für Revit. Das PowerPack für Revit enthält eine Reihe an Funktionen und Werkzeugen, die unsere alltägliche Arbeit mit Revit vereinfachen und beschleunigen. Ich stelle Ihnen jetzt kurz einige der wichtigsten Funktionen vor, die in dem PowerPack für Revit enthalten sind. Zum Beispiel die Funktion Familienmanager. Hierbei handelt es sich um ein Werkzeug für die Verwaltung von Familienbibliotheken in Revit, welches den Umgang mit ladbaren Familien deutlich vereinfacht. Danach die Funktion Geometrie, Verbindung und Training.
Damit können Sie in Ihrem Revit-Modell Elemente ausgewählter Kategorien schnell verbinden oder bei bestehenden Verbindungen entweder die Verbindung aufheben oder die Verbindungsreihenfolge umkehren. Die Funktion Nummerierung bietet uns die Möglichkeit an, den Elementen eines Revit-Modells schnell und gezielt Positionsnummern zuzuweisen. Und eine weitere richtig mächtige Funktion des Powerpacks für Revit ist die Verknüpfung zu Excel. Damit können wir unsere Revit-Bauteillisten in Excel-Format exportieren und eine bidirektionale Verknüpfung zwischen der Bauteilliste in Revit und der externen Excel-Tabelle herstellen. Als letztes möchte ich gerne das Tool Element Filter auch erwähnen. Damit erstellen Sie intelligente, regelbasierte Filter, die Ihnen ermöglichen, Gruppen von Elementen aus dem Revit-Modell schnell und gezielt zu identifizieren, auszuwählen oder direkt zu isolieren. Diese fünf Werkzeuge, die ich gerade erwähnt habe, gehören zur Gruppe der disziplinübergreifenden Funktionen des Powerpacks. Darüber hinaus stellt das Powerpack für Revit auch weitere wertvolle Tools für den Bereich Stahlbetonbau zur Verfügung. Zum Beispiel enthält das Powerpack für Revit eine Reihe von Werkzeugen für die bemessungsbasierte Bebauungsmodellierung. Diese Werkzeuge automatisieren die Modellierung von Bebauungselementen in Stahlbetonbauteilen, basierend auf den Ergebnissen der statischen Berechnungen, welche in einer anderen Software, zum Beispiel in Cratec Advanced Design, durchgeführt und danach in Revit importiert werden. Zuletzt sind in dem Powerpack für Revit auch einige Werkzeuge für die Detaillierung im Bereich Stahlbetonbau vorhanden. Diese helfen uns zum Beispiel dabei, Bebauungszeichnungen aus dem 3D-Modell abzuleiten. So, dann fange ich mit der Demo an. Dabei werden wir Ihnen einen Workflow zeigen, der Ihnen ermöglicht, wie gesagt, die Bebauung der Stahlbetonbauteile eines Revit-Modells basierend auf den Ergebnissen der in Advanced Design durchgeführten FEM-Berechnung automatisch erstellen zu lassen. Wir starten mit dem Tragwerksmodell eines Gebäudes in Revit, welches wir nach Advanced Design mithilfe des Cratec Powerpacks für Revit exportieren. In Advanced Design führen wir eine FEM-Berechnung des Modells durch und die Ergebnisse dieser Berechnung laden wir anschließend in Revit zurück und im letzten Schritt dieses Workflows lassen wir in Revit das Powerpack anhand der geladenen Berechnungsergebnisse einige Bebauungselemente automatisch erstellen. So, dann öffne ich Revit. Hier haben wir, wie gesagt, das Tragwerksmodell eines Gebäudes, bestehend aus Fundamenten, Stützen, Trägern, Wänden und Geschossdecken. Und bei der Modellierung dieser Elemente wurde auch parallel das entsprechende Berechnungsmodell erstellt, welches wir in dieser 3D-Ansicht sehen können. In diesem Modell wurden auch einige Lastfälle angelegt, die wir unter Berechnung Lastfälle sehen können. Nach dem Erstellen der Lastfälle wurden Lasten auf die Stahlbetondecken aufgebracht. Wenn ich zum Beispiel diese Last auswähle, sehen wir, dass es sich um eine Flächenlast von 2,5 kN pro Quadratmeter handelt. So, ich möchte jetzt gerne dieses Modell nach Advanced Design exportieren. Sobald wir das Powerpack für Revit installiert haben, erscheint in Revit eine neue Registerkarte, und zwar diese hier, Powerpack, welche die Funktionen der Pakete Standard und Professional enthält. Unter vielen anderen wertvollen Funktionen, wie zum Beispiel dem Familienmanager, Verknüpfen zu Excel oder Elementfilter, finden wir hier auch die Befehle, die uns an dieser Stelle interessieren, und zwar diese hier, BIM Connect und Advanced Design. Mit der Funktion BIM Connect können wir unser Revit-Modell exportieren, externe Modelle importieren oder Modelle synchronisieren. Wir werden später sehen, wie dieses Synchronisierungstool funktioniert. Und das alles erfolgt auf der Basis einer bestimmten Konfiguration, die wir hier in den Einstellungen definieren. Hier können wir zum Beispiel einstellen, ob beim
Export-Import-Vorgang die Profile gemappt werden sollen, ob ihr auch die Lasting und nicht nur die Geometrie exportieren bzw. importieren möchtet oder ob nur Elemente mit Berechnungsmodell exportiert werden müssen, was für die spätere Arbeit in Advanced Design wichtig ist. Diese Option markiere ich jetzt und schließe das Dialogfenster. Die erste Option, die das Powerpack für Revit uns anbietet, um das Revit-Modell nach Advanced Design zu exportieren, wäre dann über die Funktion Exportieren des BIM Connect. Standardmäßig wird das Revit-Modell als GradeTech BIM-Format exportiert. Dadurch wird eine GTCX-Datei erzeugt, welche sich danach in Advanced Design einwandfrei importieren lässt. Das Tool bietet uns aber auch die Möglichkeit, andere Formate für den Export zu verwenden, und zwar diese hier. Außerdem können wir auch eine Länderbibliothek auswählen, entscheiden, ob der Lastfall Eigengewicht exportiert werden muss oder nicht. Und schließlich steht uns hier die Möglichkeit zur Verfügung, dass eine bestimmte Berechnungssoftware, zum Beispiel Advanced Design, nach dem Export automatisch gestartet wird. Die Option Exportieren ist die Methode, die ich in diesem Fall für den Export des Revit-Modells nach Advanced Design verwenden werde. Trotzdem mache ich es noch nicht und gehe jetzt aus diesem Dialogfenster heraus, um Ihnen die zweite Option, die uns zur Verfügung steht, zu zeigen. Die Funktion dafür wäre diese hier, Advanced Design, und sie ist sehr hilfreich, wenn ich, also der Revit-Modellierer, Advanced Design auf meinem Rechner auch installiert habe und die Arbeit, die anschließend in Advanced Design basierend auf dem Revit-Modell durchzuführen ist, selbst erledigen werde. Diese Funktion macht Folgendes. Als erstes exportiert das Revit-Modell als GradeTech BIM-Format, also als GTCX-Datei. Diese Datei wird in den Ordner gespeichert, in dem sich die Revit-Datei befindet. Und anschließend startet Advanced Design automatisch und die erzeugte GTCX-Datei wird importiert. Aus der importierten GTCX-Datei generiert Advanced Design eine FTO-Datei, die auch automatisch in Advanced Design geöffnet wird. Das FTO-Format ist das native Format von Advanced Design. Das heißt, diese Funktion führt mehrere Schritte des Export-Import-Vorgangs mit nur einem Klick durch. Aber wie gesagt, ich werde diese Methode nicht verwenden, weil ich die Bearbeitung des Modells in Advanced Design nicht durchführen werde, sondern das wird meine Kollegin Frau Achmedova machen. Insofern gehe ich wieder zum BIM Connect, klicke auf Exportieren. Hier stimmt alles, also die Einstellungen brauche ich nicht zu ändern. Dementsprechend klicke ich ohne weiteres auf OK. Wähle einen Speicherort für die GTCX-Datei und der Exportvorgang wird gestartet. Wir haben die Möglichkeit, eine Protokolldatei für den Export zu generieren, was immer empfehlenswert ist. Also klicke ich hier auf Ja. Es handelt sich hierbei um eine einfache TXT-Datei, welche Informationen zum Export enthält, wie zum Beispiel das Datum und die Uhrzeit, die Dateifaden auch oder die Elemente, die exportiert werden. Das Modell ist schon exportiert worden. Ich öffne den Ordner, wo sich die GTCX-Datei befinden sollte, und da ist die. Diese Datei sende ich gleich meiner Kollegin Frau Achmedova zu und damit wird sie mit der Demo in Advanced Design weitermachen. Ja, wir sind nun in Advanced Design. Ich möchte hier die Datei hochladen, importieren, die mein Kollege in Revit gespeichert hat. Ich gehe hier auf die GTCX-Schnittstelle und muss die Datei nur noch per Klick hochladen. Innerhalb weniger Sekunden werden wir sehen, dass unsere Datei erfolgreich importiert worden ist.
Wir können so ganz gut sehen, dass unsere Elemente vernünftig miteinander verbunden sind. Und wir können so auch keine fehlenden Elemente feststellen. Ich hatte aber erwähnt, dass wir in Advanced Design nützliche Funktionalitäten haben, die Ihnen bei so einem Fall helfen würden. Die würde ich Ihnen gerne zeigen. Diese finden wir unter Werkzeuge. Wenn Sie hier zum Beispiel auf Überprüfung gehen, würde Ihnen das System die eventuellen Fehler rauswerfen und dementsprechend können Sie Ihre weitere Vorgehensweise planen und entscheiden, welche der folgenden Befehle Sie zur Korrektur Ihres Systems benutzen. Ja, der einzige Unterschied zu dem Revit-System sind eventuell die Auflager bzw. die Fundamente. Also die Fundamente, wie auch schon bereits erwähnt, die Fundamente, die in Revit definiert sind, modelliert sind, werden hier als Auflager dargestellt. Die werden in Auflage umgewandelt. In einem weiteren Schritt haben wir die Möglichkeit, hier diese Auflager in die Designmodule zu übergeben und für sie dort wieder als Fundamente detaillierte Nachweise durchzuführen. Wenn wir uns dann zum Beispiel ein Auflager angewählt haben, haben wir auf der rechten Seite ein Eigenschaftenfenster. Und hier können wir sehen, dass Fundamentabmessungen festgelegt sind. Und die kommen nämlich auch aus Revit. Die haben wir nämlich auch aus Revit übernommen. Gegebenenfalls können wir sie hier aber auch editieren. Außerdem haben wir nicht nur die Geometrie übernommen, sondern auch die Gruppierung, die Struktur der Elemente. Wenn wir uns mal die linke Seite anschauen, haben wir hier das Tragwerk und die Gruppierung der Elemente, wie Sie sehen, unter Erdgeschoss, erstes, zweites, drittes und viertes Obergeschoss, auch so wie in Revit definiert. Also haben wir auch diese Struktur importieren können. Außerdem haben Sie hier auch noch die Belastung, die aus Revit kommt. Diese können Sie hier grafisch abgreifen und in dem Eigenschaftenfenster haben Sie wieder die Möglichkeit, die Intensität anzupassen. Gegebenenfalls. Oder Sie können auch direkt im Piloten die Lasten einzeln anwählen oder mehrere auf einmal anwählen und dafür dann die Intensität hier editieren. Ja, wir wollen ja unser System für eine statische Berechnung vorbereiten. Davor möchte ich aber eine kleine Veränderung im System vornehmen. Wenn Sie ein Element anwählen, haben Sie hier die zahlreichen Eigenschaften dieses Elements, dieses Bauteils zusammengefasst. Das fängt hier bei Typ und Bezeichnung und Material und Querschnitt an. Da haben Sie die Stabenden, die Anschlüsse, die Einspannung, die Netzeinstellungen und außerdem auch die komplette Bemessung des Bauteils kann hier nochmal definiert werden. Ich möchte an dieser Stelle den Querschnitt editieren. Ich muss es aber nicht Element für Element tun, sondern kann hier die ganzen Stützen auf einmal auswählen. Und gehe hier ins Eigenschaftenfenster. Ganz bequem kann ich hier den Querschnitt ändern. Ich sage hier, ich möchte viereckige Stützen haben und die Breite soll dann bitte 60 cm sein. Dann sehen wir, dass die Stützen automatisch angepasst werden. Wir können uns natürlich Schritt für Schritt alle Bauteilgruppen anschauen und gegebenenfalls editieren. Aber Sie müssen im Grunde genommen nicht so vorgehen. Sie können auch schneller zum Ergebnis kommen, indem Sie hier im Programm eine Vorlage definieren, eine Bemessungsvorlage. Dies erfolgt nämlich hier unter Auswertung. Da befinden Sie die Bemessungsvorlagen. Sie können sich hier Vorlagen anlegen. Das heißt, nach der Datei, die Sie hier anlegen, werden die entsprechenden Elemente gruppiert bemessen. Nehmen wir als Beispiel Träger. So, Sie achten dann hier bitte nur darauf, dass das Material und Elementtyp stimmen. Dann können Sie die Vorlage hinzufügen. Und auf der rechten Seite haben Sie schon die zahlreichen Einstellungen, die zahlreichen Bemessungseinstellungen, die Sie hier definieren können. Da haben Sie die Expositionsklasse. Dann haben Sie die Betondeckung, alle üblichen Informationen, die man bei einer Bemessung braucht, wie die Bemessung, wie die Berechnung der Rissbildung. Da können Sie die Stützen oder die Trägerberechnung aktivieren. Wir haben in dem Fall Träger. Und dementsprechend kann hier zum Beispiel auch eine zulässige Durchbiegung angegeben werden.
Und wenn Sie sich das alles angeschaut und editiert haben, können Sie dieses Fenster auch schon schließen. Und wir können quasi einen Träger anwählen oder auch wieder alle Träger gleichzeitig anwählen pro Geschoss. Gehen dann wieder ins Eigenschaftenfenster. Hier unter der Bemessung haben Sie die Möglichkeit, eine allgemeine Bemessungsvorlage hochzuladen. Hier sehen Sie dann, dass wir nun die Vorlage für die Träger hier zu finden haben. Die können wir dann anwählen und das Ganze bestätigen und dann haben wir die Vorlage auch schon zugewiesen. Also müssen wir die Bemessungseigenschaften pro Element nicht überprüfen, sondern können es pro Elementtyp, pro Gruppe direkt per Klick zuweisen, wie Sie gesehen haben. Gut, so können wir schrittweise unser gesamtes System überprüfen und gegebenenfalls für die Berechnung editieren. Und dann kann auch die Berechnung durchlaufen. Davor möchte ich Ihnen zeigen, wie die Erdbebenberechnungseinstellungen in Advanced aussehen. Dazu gehe ich ganz einfach auf die Belastung Erdbeben in den Piloten und habe wieder das Eigenschaftenfenster, wie für alle anderen Elemente auch. Da sehen Sie zum Beispiel, dass wir ein Spektrum auswählen können. Wir arbeiten hier in dem Fall mit dem Bemessungsspektrum. Wir haben auch die Möglichkeit, sonst ein Spektrum vorzugeben, zum Beispiel. Da haben Sie die Bodenklasse und dementsprechend werden die Beiwerte angepasst. Wir haben den Bedeutungsbeiwert und auch den Verhaltensbeiwert, den wir hier editieren können. Dieser Verhaltensbeiwert kann dann pro Elementegruppe auch nochmal editiert werden. Das ist hier für das Gesamtsystem. Das können Sie aber für verschiedene Elementegruppen auch einzeln einstellen, wenn Sie zum Beispiel da eine Aussteifungsgruppe haben an Elementen, kann das hier berücksichtigt werden. Da haben Sie die Spektren, die Sie sich auch darstellen lassen können und die Überlagerungsmethode. Und dann haben Sie hier die Lastfälle für die beiden horizontalen Richtungen an sich, die Sie sich auch anschauen können. Und als letztes schauen wir uns noch die modale Berechnung an. Wir werden hier mit Eigenvektoren arbeiten und können hier im unteren Fenster die Anzahl angeben. Es werden 10. Hier bestimmen Sie dann, wie die Masse definiert wird. Wir entscheiden uns für die dritte Option, Massen erzeugt durch Kombination und statische Lastfälle. Und dann haben Sie hier unten die Möglichkeit, die Lastfälle zu integrieren, ganz oder auch prozentual, je nach Bedarf. Und schon sehen Sie, dass Sie die Lastfälle auch hier sehen können. Nachdem wir dann noch einige Parameter angepasst haben, können wir die Berechnung auch schon durchlaufen lassen. Nur fehlt uns der Schritt, dass wir die Kombinationen definieren. Die brauchen wir nämlich für die Berechnung auch. Aus Revit kommen nur die Lastfälle, aber keine Kombinationen. Aber dies erfolgt hier auch ziemlich schnell. Ich zeige Ihnen die detaillierte Variante der Kombinationen, weil Sie dann nämlich auch eine Möglichkeit haben, die Kombination zu beeinflussen. Sie sehen hier die Matrix und die entsprechende Beschreibung mit der Legende, welche Lastfälle mit welchen kombiniert werden sollen oder auch nicht kombiniert werden sollen. Da haben Sie dann die entsprechenden Regeln, erzwungene Lastfälle, Ausschlussgruppen oder erzwungene Lastfallfamilien, wie zum Beispiel ständige Last mit allen anderen Lasten. Da können Sie auch nochmal welche hinzufügen, wenn Sie einen besonderen Fall haben. Aber im Regelfall müssen Sie das hier nicht beeinflussen, weil das Advanced Design alles normgerecht und richtig für Sie macht. Dann erzeugen wir unsere Kombination. Und Sie sehen, wir haben 40 Kombinationen, die haben wir dann auch so mit erzeugt. Und können nun die Berechnung starten. In Kürze stehen uns dann die Ergebnisse für die finite Elementeberechnung zur Verfügung. Und wir können diese dann grafisch darstellen lassen. Ja, nun stehen uns die Ergebnisse für die Verformung, für Stellgrößenauflage, Kräfte, für Spannungen, für die einzelnen Modis und für die resultierenden Kräfte zur Verfügung. Wir fangen mit der Verformung unter Eigengewicht an, als Plausibilitätskontrolle. Hier können wir gegebenenfalls auch eine Animation aktivieren und schauen, ob sich unser System richtig verhält. Und diese ganzen Ansichten, die wir hier darstellen lassen können, für die Ausgabe per Klick gespeichert werden. Wir haben auch die Schnittgrößen, wie gesagt. Hier können wir zum Beispiel die Biegemomente auswählen für die Stabelemente.
Natürlich können wir die Ansicht verschönern, indem wir die Knoten hier ausschalten oder auch das Netz. Außerdem haben wir hier zum Beispiel auch die Torsionsmomente. Sie haben auch die Spannungen, die Sie darstellen können. Zum Beispiel die Vergleichsspannung für die Stabelemente wieder. Ich würde noch sehr gerne die einzelnen Modis zeigen. Wir hatten ja die Anzahl als 10 angegeben und Sie sehen, die sind alle hier zu finden. Und diese können wir uns einzeln auch darstellen. Und da macht es tatsächlich auch Sinn, die Animation zu aktivieren. Da sehen wir, in welche Richtung sich das System bewegt. Da haben Sie die entsprechende Periode mit der dazugehörigen Frequenz. Hierzu kann natürlich erstmal die numerische Ausgabe erstellt werden und kann mal schauen, welche die maßgeblichen Modi sind. Und dementsprechend kann die Ansicht hierzu gespeichert werden. Ich nehme als Beispiel diese Ansicht hier und dann sehen Sie, dass sie hier direkt in den Piloten auftaucht. Außerdem können wir hier auch geschossweise arbeiten. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen uns die Auflagekräfte darstellen lassen, reicht uns ja das Erdgeschoss. Wir können es hier isolieren und gehen ganz einfach auf die Auflagekräfte. Und die Ansicht kann dann ebenso gespeichert werden. Sie können sich hier auch natürlich Werte dazu aktivieren oder wir können uns auch resultierende Kräfte darstellen lassen pro Geschoss. Nehmen wir hier zum Beispiel auch das Ergebnis für die Biegemomente. Da haben Sie auch ganz schön übersichtlich dargestellt. Wie Sie sehen, haben Sie hier auch weitere Möglichkeiten, die Sie sich darstellen lassen können. Interessant in unserem Fall sind natürlich auch die Massivbauergebnisse. Ich würde hierzu nämlich das vierte Obergeschoss mal isolieren und mir das Dach hier genauer anschauen. Im Eigenschaftenfenster können wir das Element für die Berechnung vorbereiten. Hier sehen Sie die Expositionsklasse und hier können wir natürlich auch noch eine ganz nützliche Funktionalität aktivieren, die heißt Vermeiden von Rissbildungen. Wenn Sie diese aktivieren, wird nämlich die Grenze der Rissbildung, der Wert, den Sie da angegeben haben, nicht überschritten. Dementsprechend wird die Bewährung automatisch erhöht. Und diese Werte, die Sie hier sehen, die sind ausgegraut und werden entsprechend der Expositionsklasse angepasst. Sie haben aber auch die Möglichkeit, diese Werte vorzugeben, indem Sie hier die zweite Option auswählen. Wir können nun die Berechnung für dieses einzelne Bauteil durchführen und können uns dann gleich die Ergebnisse dafür auch anschauen. Zum Beispiel die Bewährung. Wir haben hier die Feld- und die Stützbewährung. Ganz schön übersichtlich dargestellt für alle beide Richtungen. Diese Ansichten können Sie selbstverständlich auch speichern. Außerdem können wir uns auch noch die Rissbildung darstellen lassen. Und wir sehen auch, dass die Grenze soweit nicht überschritten wird. Da haben Sie natürlich auch weitere Ergebnisse, die Sie darstellen lassen können. Zum Beispiel können wir hier die Bemessungskräfte nehmen und auch viele weitere Ergebnisse. Hier können Sie mit dem Wert spielen, damit Sie es übersichtlicher machen. Wie gesagt, mit der Größe des Wertes. Ich würde gerne diese Datei mit den Ergebnissen meinem Kollegen zurückgeben, an Revit, damit er dort anhand der Ergebnisse nun die Bewährung generiert. Hierzu muss eins beachtet werden. Unter Anwendungsoptionen haben wir hier den Reiter Gratec BIM und hier müssen wir sicherstellen, dass wir die erforderliche Bewährung exportieren und dass wir dann darauf achten, dass wir die Kräfte exportieren. Diese beiden Optionen hier müssen aktiviert werden und dann sind wir sicher, dass die Ergebnisse an Revit zurückgegeben werden. Davor möchte ich Ihnen aber noch eins zeigen. Ich hatte ja davon gesprochen, dass wir die einzelnen Elemente an die Designmodule übergeben können. In dem Fall können wir es vielleicht mit einem Fundament versuchen. Mit einem Rechtsklick können Sie hier sagen, öffnen in Designmodule oder exportieren an Designmodule. Wenn Sie auf Exportieren gehen, haben Sie zwei separate Fenster. Und wir befinden uns gleich in unserem Designmodul und können hier unser Element nochmal genauer bemessen.
Ja, wir sind auch schon bei den Designmodulen. Wir haben das Fundament erfolgreich exportiert. Hier sehen Sie zum Beispiel, dass die Belastung aus Advanced Design kommt und hier bereits definiert ist. Außerdem können wir hier die Geometrie unseres Fundaments überprüfen und sehen tatsächlich, dass wir hier auch einen Meter zu einem Meter mit einer Höhe von 30 cm haben, wie bei Advanced Design bzw. bei Revit. Wir können es erstmal dabei lassen und können uns später um die Optimierung kümmern. Es wird wahrscheinlich notwendig, aber schauen wir uns mal gleich an. Sie haben hier Ihre Designannahmen. Da Ihre Bemessungsannahmen, da die Tragfähigkeitsnachweise und die geotechnischen Nachweise, die Sie einstellen können. Außerdem haben wir hier die Bewährungsannahmen für das Fundament an sich und für das aufgehende Bauteil, falls notwendig. Hier können Sie die Einstellungen gegebenenfalls auch nochmal editieren. Und wir haben außerdem auch Bodenschichten anzugeben. Da finden Sie die verschiedenen Bodenarten und da kann dann die Höhe der Bodenschicht entsprechend angegeben werden. Dann können wir auch schon eine erste Berechnung starten, um einfach zu schauen, wie es ungefähr aussieht, was hier nicht gut gelaufen ist. Da sehen wir schon die Meldung, die Fehlermeldung, dass die Fundamentabmessungen erhöht werden müssen. Hier sehen wir dann nochmal die prozentuale Auslastung, die ausgerechnet worden ist, und wir sehen, dass unser Fundament definitiv zu klein ist. Wir gehen hier nochmal in die Geometrie und können hier die Abmessungen unseres Fundaments gegebenenfalls anpassen und dann einfach eine neue Berechnung durchführen. Und schon sehen Sie, dass wir nun in einem guten Bereich liegen mit 95% Auslastung bei der Lagerbeständigkeit. Da sehen Sie die maßgebliche Kombination. Und dann den vorhandenen Wert und die Grenze. Und im unteren Fenster haben Sie dann die ausgerechnete Bewährung, die vorhandene Bewährung und die erforderliche Bewährung und die prozentuale Berechnung zu dem Verhältnis. Ja, das war zu dem Fundament. So können Sie Detailnachweise für Ihre Elemente in den Designmodulen durchführen, für Träger, Stützen und auch für Stahlbauverbindungen, falls Sie welche haben. Ich wollte Ihnen mal die Oberfläche gezeigt haben. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu Advanced Design und werde eine neue GTCX-Datei speichern für meinen Kollegen. Und damit kann er dann in Revit weiterarbeiten. Ich würde diese Datei einfach Büro Gebäude Ergebnisse nennen. Und mit dieser Datei wird dann mein Kollege in Revit weiterarbeiten und dort die Bewährung generieren. Gut, wir sind dann wieder in Revit. Ich habe die GTCX-Datei mit den Berechnungsergebnissen von Frau Achmedova erhalten und jetzt kann ich in Revit mit Hilfe der Funktion BIM Connect aus dem Powerpack entweder diese Datei importieren oder die mit dem Revit-Modell synchronisieren. Wenn ich die GTCX-Datei importiere, wird mein Revit-Modell überschrieben. Das heißt, der aktuelle Stand des Modells in Revit wird durch den Stand in der GTCX-Datei komplett ersetzt. Das ist nicht, was ich in diesem Fall machen möchte, sondern ich möchte beide Modellstände vergleichen lassen, die Abweichungen zwischen den beiden Modellen aufgelistet bekommen und am Ende selbst entscheiden können, was bei jeder Abweichung zu tun ist. Das ist, was die Funktion Synchronisation macht. Also rufe ich die Funktion auf. Und erscheint dieses Dialogfenster auf dem Bildschirm. Hier gehe ich als erstes auf Öffnen und wähle die zu synchronisierende GTCX-Datei aus. Diese Operation nimmt ein paar Sekunden in Anspruch, da beide Modelle dabei verglichen werden. Das heißt, alle Elemente aus beiden Modellen werden überprüft, aber in der Regel sollte der Vorgang innerhalb weniger Sekunden abgeschlossen sein. So, die Datei wurde geladen und hier kann ich sehen, wie viele neue Elemente es gibt. Das heißt, wie viele Elemente aus dem Advanced Design Modell im aktuellen Revit-Modell nicht vorhanden sind, wie viele von den in beiden Modellen vorhandenen Elemente in Advanced Design geändert wurden. Wie viele Elemente des aktuellen Revit-Modells im Advanced Design Modell gelöscht wurden
Und als letztes, wie viele Elemente in beiden Modellen unverändert geblieben sind. Jeder von diesen Objektkategorien wird eine Farbe zugewiesen, die uns ermöglicht, den Status der aufgelisteten Modellobjekte auf einen Blick zu erkennen. Hier sehen wir, dass Berechnungsergebnisse in der GTCX-Datei enthalten sind und können über diese Kästchen hier auswählen, ob diese Daten ins Revit-Modell integriert werden sollen oder nicht. Über die Funktion Analyse legen wir fest, ob das ganze FEM-Ergebnispaket importiert wird oder nur bestimmte Teile davon. Und außerdem können wir hier auch beide Ergebnispakete FEM und Bebehrung umbenennen. In diesem zentralen Bereich des Dialogfensters werden die Elemente der beiden Modelle aufgelistet und in der Spalte Status sehen wir bei jedem Element, ob es sich um ein neues, ein geändertes, ein gelöschtes oder ein unverändertes Objekt handelt. Das lässt sich aber auch, wie schon erwähnt, an der Schrittfarbe erkennen. Es ist ja auch möglich, Spalten zur Tabelle hinzuzufügen. Es geht nur darum, Attribute aus dieser Liste auszuwählen und diese über diesen Pfeil nach rechts in die Liste der ausgewählten Attribute auf der rechten Seite zu verschieben. Diese Operation funktioniert auch umgekehrt, das heißt, um Spalten aus der Tabelle zu entfernen, wählen wir Attribute aus dieser Liste aus und schieben diese in die Liste der verfügbaren Attribute über den Pfeil nach links. Die Positionen der von uns hinzugefügten Spalten auf der Tabelle können wir auch bearbeiten, indem wir die Attribute der Liste mit diesen zwei Pfeilen nach oben oder nach unten schieben. Die erste Zeile von dieser Tabelle enthält Suchfelder, mit denen wir die Objekte filtern können. Ich trage zum Beispiel in die erste Zelle der Spalte Objekttyp das Wort Stütze ein, drücke auf Enter und bekomme die Stützen ausgefiltert. Außerdem ist es bei den Spalten Objekttyp und Status auch möglich, ein Pop-up-Menü über Rechtsklick auf die Spaltenüberschrift anzeigen zu lassen, mithilfe dessen wir nach mehreren Kriterien gleichzeitig filtern können. In der Spaltentscheidung legen wir fest, was bei jedem Objekt zu tun ist. In jeder Zelle dieser Spalte ist eine Dropdown-Liste mit drei Optionen vorhanden, und zwar beibehalten, akzeptieren und ignorieren. Standardmäßig ist hier für alle Elemente der Liste die Option beibehalten vorausgewählt, damit es zu keiner ungewünschten Bearbeitung des Revit-Modells kommt. Gut, dann werde ich jetzt die Stützen ausfiltern und für alle die Option akzeptieren in der Spalte Entscheidung auswählen. Dadurch werden diese Elemente, die in Advanced Design geändert wurden, in mein Revit-Modell integriert. Ich wiederhole die Operation für das neue Element. Und klicke danach auf Anwenden. Das Powerpack bittet uns um Bestätigung der Operation und danach bietet uns die Möglichkeit an, einen Bericht für die Synchronisierung erstellen zu lassen. Ich klicke auf Ja und wähle einen Speicherort für den Bericht. Bei diesem Bericht handelt es sich diesmal um eine Word-Datei. Ich klicke dann auf Speichern und die Synchronisierung beginnt. Es dauert ein paar Sekunden, bis der Vorgang abgeschlossen wird. Ob es länger oder kurzer dauert, hängt natürlich von der Anzahl und Natur der Operationen ab, die dabei durchzuführen sind. Gut, die Synchronisierung ist abgeschlossen, also klicke ich auf OK, um dieses Dialogfenster zu schließen, und schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass sich die Stützen geändert haben. Mit der Funktion Ergebnisverwaltung, die sich in der Registerkarte Berechnung befindet, können wir überprüfen, welche Ergebnispakete im Projekt vorhanden sind. Hier
können wir sehen, Moment, dass die zwei Ergebnispakete aus Advanced Design, die wir durch die Synchronisierung in dieses Revit-Projekt importiert haben, tatsächlich vorhanden sind. Lassen Sie uns jetzt einen Blick auf die drei PowerPack-Registerkarten werfen, diese drei hier. Das PowerPack für Revit ist in drei verschiedenen Paketen erhältlich, und zwar Standard, Professional und Premium Concrete. Nutzer der Pakete Standard und Professional haben in Revit nur die Registerkarte PowerPack, welche alle Funktionen aus diesen zwei Lizenzierungsarten enthält. Kunden, die das Paket Premium Concrete erworben haben, bekommen in Revit nach der Installation des PowerPacks eine zusätzliche Registerkarte, und zwar diese hier, PowerPack Detailing, welche Funktionen für die Bewährungsmodellierung und Detaillierung enthält. Darüber hinaus steht dem PowerPack-Nutzer auch die Möglichkeit zur Verfügung, die sogenannte Concrete Design Extension zu erwerben, welche die dritte PowerPack-Registerkarte freischaltet, diese hier, PowerPack Design. In dieser Registerkarte finden wir Funktionen, die den automatischen Entwurf und die Detaillierung von Stahlbetonbauteilen gemäß der Eurocodes und der amerikanischen und kanadischen Normen ermöglichen. Das ist die Registerkarte, die ich jetzt benutzen werde. Wir haben gerade gesehen, dass die Ergebnispakete aus Advanced Design in dieses Projekt importiert wurden, aber diese Pakete, diese Daten wurden noch nicht angewendet. Das machen wir später. Die Lasten und Kombinationen der Elemente des Modells lassen sich über diesen Befehl hier, Lasten und Kombinationen, anzeigen und gegebenenfalls bearbeiten. Ich rufe den Befehl auf und wähle ein Element aus dem Modell, zum Beispiel diese Stütze. Dann erscheint dieses Dialogfenster, in dem ich die aktuelle Belastung dieses Objekts sehen kann. Hier sehe ich für dieses Element die Lastfinitionen, die Kombinationen, die internen Beanspruchungen und die externen Lasten. Ich werde einen Screenshot von den Lastdefinitionen machen und danach die Ausführung dieses Befehls abbrechen. Gut, wie gesagt, die Ergebnispakete aus Advanced Design sind im Projekt geladen, aber wurden noch nicht angewendet. Das mache ich jetzt mit diesem Befehl, Ergebnisse importieren. Ich markiere die zwei Pakete und klicke auf OK. Sobald wir das machen, bekommen wir von Revit diese Meldung. Ich lese vor, Sie haben die Ergebnisdaten geändert, alle vorhandenen Elemente werden Ihre Last- und Kombinationsdaten entsprechend aktualisiert. Möchten Sie fortfahren? Ja, das ist, was ich will, also klicke ich auf OK. Wir müssen ein paar Sekunden warten. Und ja, die Angaben sind schon aktualisiert worden. Das werden wir allerdings überprüfen, indem wir den Befehl Lasten und Kombinationen auf dieselbe Stütze wieder anwenden und die angezeigten Lastdefinitionen mit denen aus dem Screenshot vergleichen. Das mache ich jetzt. Und wir sehen, dass sich die Lastdefinitionen geändert haben. Dann klicke ich auf Abbruch, um dieses Fenster zu schließen. Und an dieser Stelle sind wir in der Lage, in diesem Modell Bewährungselemente für die Stahlbetonbauteile automatisch erstellen zu lassen. Ich werde es zum Beispiel an diesen drei Stützen machen. Dafür wähle ich als erstes die Stützen aus. Die anzuwendenden Berechnungsannahmen kann ich mit Hilfe der Funktion Berechnung auswählen und gegebenenfalls bearbeiten. Und sobald ich das gemacht habe, klicke ich auf Berechnen, damit die Bewährung für diese drei Elemente modelliert wird.
Die automatische Modellierung wurde abgeschlossen und wir können sehen, dass es sich bei den erzeugten Bewährungselementen um native Revit-Objekte handelt. Ich wiederhole die Operation für ein anderes Stahlbetonelement, zum Beispiel für diesen Träger hier. Und die Bewährung wird auf dieselbe Art und Weise automatisch erstellt. Damit ist dieses Demo zu Ende. Wir haben gesehen, wie ein Revit-Modell, in dem ein statisches System definiert wurde, mit Hilfe des Powerpack für Revit nach Advanced Design exportieren und wie wir dieses Modell in Advanced Design gegebenenfalls bearbeiten und eine FEM- und Bewährungsberechnung durchführen. Danach haben wir das Advanced Design Modell mit dem Revit Modell synchronisiert. Dadurch haben wir auf der einen Seite die Geometrien und Eigenschaften der Bauteile aus beiden Modellen vergleichen lassen und entschieden, welche Informationen aus dem Advanced Design Modell ins Revit Modell importiert werden sollten. Und auf der anderen Seite haben wir auch dabei die Berechnungsergebnisse aus Advanced Design ins Revit Modell importiert. Im letzten Schritt dieses Workflows zwischen Advanced Design und Revit haben wir in Revit auf der Grundlage der Berechnungsergebnisse aus Advanced Design Bewährungselemente für einige Stahlbetonbauteile mit Hilfe des Createc Powerpack auf eine automatisierte Art und Weise erstellen lassen. Ja, dann sind wir auch schon bei unserer Schlussfolgerung bezüglich der heutigen Präsentation. Hier habe ich nochmal die wichtigsten Vorteile für Sie zusammengefasst, von denen Sie während des Workflows profitieren können. Wie Sie gesehen haben, funktioniert der Datenaustausch einwandfrei. Sie können Ihre Konstruktionen in Revit modellieren und ganz komfortabel an Advanced Design für eine statische Berechnung übergeben und dann die Veränderungen synchronisieren. Dadurch steigern Sie Ihre Produktivität und Effizienz in der Arbeitsweise, da Ihnen dieser Workflow benutzerfreundliche und zeitsparende Arbeitsmethoden zur Verfügung stellt. Sie können jeden einzelnen Schritt der Synchronisierung genau verfolgen. Synchronisierung kann Schritt für Schritt, aber auch für alle veränderten Elemente gleichzeitig durchgeführt werden. Sie haben die freie Entscheidung, welche Veränderungen Sie akzeptieren oder ignorieren oder vielleicht auch nur beibehalten und in einem weiteren Schritt bearbeiten. Und durch die hilfreichen Suchfilter können Sie auch bestimmte Elemente ein- und ausblenden und somit auch wieder in kleineren Schritten arbeiten. Sie übersehen auch keine Veränderung, denn Sie haben eine klare Übersicht für die einzelnen Parameter. Und auch diese einzelnen Parameter pro Element können schrittweise bearbeitet werden. Also haben Sie quasi die volle Freiheit, Ihre Arbeitsschritte individuell zu planen. Ja, zusammengefasst können wir sagen, Advanced Design hat eine starke Verbindung zum Autodesk-System, vor allem über das Powerpack und die interne GCCX-Schnittstelle. Sie modellieren Ihr System nur einmal und die Verbesserungen und Korrekturen können über die Synchronisierung laufen. So, das war alles von unserer Seite für heute zu diesem Thema. Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihre Fragen können Sie uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Unsere E-Mail-Adressen sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm. Wenn es sich um Fragen zu Advanced Design handelt, schreiben Sie bitte am besten an Frau Achmedova. Für Revit-bezogene Fragen wäre ich der richtige Ansprechpartner. Ansonsten bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen!